Bei der Kirche hintern Friedhof naus, da steht der alte Pfarrhof draus. Feucht um ein dumprigelter Putz, ein Ratzenwohnheim zu nix nutz. Doch Ismarin, die hat was gehört, eine Sach ganz grausig unerhört. Und Metzgerin macht's ortsbekannt, im Pfarrhof kommt ein Asylant. Was kommt da rein? Ja, Asylant kommt rein. Ja, was für ein Asylant? Ja, so schwarze, gelbe, rote, ein grüner haben wir schon. Im Pfarrhof kommt ein Asylant. Bei der Bürgerversammlung drei Tag drauf, da geht's im Sportlerheim hoch auf. Die Turnhalle ist grammit voll, der Müll steht heut an erster Stall. Der Bürgermeister ritt jetzt schon eine Stund vom Sondermüll, da blärt der Pfund. Voriert der Feuerwehrkommandant, was ist da mit dem Asylant? Wer hat denn da blärt? Ja, der Pfundhorst von der Feuerwehr. Ja, und was hat der blärt? Ja, was da jetzt los ist mit dem Asylanten da? Ja, mit was für ein Asylanten? Mit den Tamilen. Mit den Ghanesen, mit den Polacken, mit den Jugoslawinern, mit den Churangrati, mit den Menschenfresser. Am Ende kommen die Österreich an oder her? Was ist da mit dem Asylant? Jetzt ist im Saal der Teufel los. Die Aufregung ist riesengroß. Der Zwicker schreit, dass das nicht passt. Da wird das ganze Dorf durchrast. Der Propst vom Gartenbauverein blärt, unser Dorf muss sauber bleiben. Vor sowas herkommt sogar hier, dann lieber gleich Mülldeponie. Was haben die Leute gesagt? Ja, dass sie es nicht haben wollen. Mülldeponie? Ja, das ganze Asylanten da. Was für Asylanten? Mit ihren Weibern da und ihren Kindern, weil es nix wie umeinander kann nickeln den ganzen Tag. Dann lieber gleich Mülldeponie. Jetzt kommt die Pfarrerkirche in Grenz und schreit, der Sinn beim Pfarrhof brennt. Alarm, wo bleibt denn die Feuerwehr? Wir saufen unser Maß noch leer. Verbrennt die Sonne, vorbei die Gefahr. Bloß schaut, dass keiner drinnen war. Denkt mancher sich, das hätte noch gefeit. Wir sind da früh zum Hochamt geleit.